Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonner. Wir schauen uns jetzt die MW US-Werkstatt an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Bernie SCS, gibt es nur für PC und Mac. Findet ihr einmal im Baumenü bzw. im Baumodus unter Gebäude, Tools und dann seht ihr es hier hinten, Werkstatt. Ja, das ist eine normale, vom Spiel her gesehen, Werkstatt mit dementsprechender standardisierter Funktion, aber halt mit einer schöneren Optik als die Standardwerkstatt, die wir im Spiel drin haben. Ihr wisst ja, ich kann sie ja mal platzieren, wenn ihr die noch nie gehabt habt, aber das hier ist die Standardwerkstatt, ne? Und das ist die Bernie-Werkstatt und die sieht schon wesentlich schnicker aus. Ich hatte erst gedacht hier bei den Dingern, das ist irgendwie komisch und so, aber ich glaube, das soll so ein bisschen Abnutzungsspuren, Verdreckung und so darstellen. Deswegen alles ganz schnicke. Oben steht sogar Elm Creek dementsprechend mit drauf. Das ist ganz schnicke. Dann haben wir hier so ein paar, ne, ein bisschen hier Platzabnutzungsspuren, wie man so schön sagt. Wir können hier mit der linken Maustaste das Ganze öffnen, können diese Werkstatt dementsprechend auch betreten. Sobald ihr drin seid, könnt ihr mit der Taste R auch wiederum das Licht einschalten. Und hier drinnen ist dann auch schon der Werkstatt-Trigger versteckt, könnte man sagen. Ja, also sprich, ihr müsst dann dementsprechend auch einmal reinfahren und habt dann hier dementsprechend den Trigger. Zeigen wir auch gleich. Ansonsten viele Deko-Elemente, die hier so mit dazu sind, dass das Ganze ein bisschen schöner, ein bisschen ja, werkstattmäßiger halt einfach aussieht und nicht so leer ist. Und das Ganze halt in diesem typischen Ami-Look, rote Scheune-Look nenne ich es jetzt einfach mal. Ansonsten alle Türen, alle Tore könnt ihr hier öffnen, könnt ihr durchgehen. Ist alles Tobi, reinregnen tut es natürlich auch nicht, versteht sich. Und ja, sieht auch von der Texturqualität her sehr, sehr schnieke aus. Thema oben, weil hier gibt es ja noch so eine, sagen wir mal, Zwischendings-Kumpf, so eine Zwischenwand. Aber ihr seht, da kommt man jetzt nicht rauf. Ne? Also das ist halt einfach so. Ihr seht, da gibt es so keine Leiter oder sonstiges in der Richtung. Ne, da kommt er nicht mit hoch. Das spielt sich alles hier unten in dem Falle mit ab. Na, lässt du mal bitte das Türchen auf. So, dann habe ich jetzt einfach mal hier einen Traktor. Ganz, ganz simpel, ganz easy. Fahren wir einfach mal hier rein. Ihr seht, von der Breite her müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, aber das geht hier natürlich trotz allem noch. Stellt er dann einmal hier ab, macht er das Ding aus, geht er hier an den Trigger dran. Na. Und können dann hier dementsprechend das Ganze so rumkonfigurieren. Natürlich ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr hier drin seid und seid nicht genau auf das Symbol, macht er halt hier Licht an, Licht aus. Ne? Aber das Spiel erkennt, was was ist. Ne? Also von daher, das passt soweit. Jo, bleibt am Ende des Tages nur unter Log übrig. Der ist sauber. Wir reden hier nicht immer von 3 MB. Könnt ihr also dementsprechend keine Fehler machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.